out, sir. It is taking a heavy toll on the civilians. Yes, I am aware. Then, I would like to propose that we start admitting them for treatment. I understand that we are a military hospital, and that our priority are soldiers. Then you should understand that... But it pains me to see them suffer so much, sir. I know our supplies are not limitless, but I think the hospital can manage to treat at least some of them. Please consider it, sir. This is all I ask. Na gut, damit herzlich willkommen. Hallo. Offensichtlich werden wir hier gerade gefragt, ob wir noch ein paar Zivilisten retten können. Ich würde sagen, können wir. Zivilisten werden auf den OP-Stationen behandelt. Ja. Thank you, sir. I will start admitting civilians at once. Aber nicht so viele, Freundchen. Wir müssen ein bisschen auf unsere Ressourcen achten, ne, Freund? Also ich meine, ich will ja nicht böse klingen, ne, aber... Ja, so, hallo, herzlich willkommen zurück zu War Hospital. Wir sind mitten im Krieg und wir müssen uns irgendwie durchschlagen. Und, tja, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie das gehen soll. Hier haben wir noch einen... Wir haben jetzt hier gleich eine Riesenschlacht, also am nächsten Tag haben wir das zu erwarten. Das wird sicherlich richtig krass werden. Ich sag mal, zwischen dem 17. und dem 18. Ja, ist hier der... Jetzt müssen wir noch Sachen machen, warte mal eben. Wir sparen. So, mal Pause. Also hier ist der 17., da ist der 18. Das hier ist mittags um 12. Dann ist das hier um 6. Also vor 6 Uhr am 17. ist nichts zu erwarten, sag ich mal. Das heißt, die Fracht hier kriegen wir auch noch. Und die beiden Frachten werden uns quasi dann über die Sache helfen. Plus die neuen, die wir vorher noch kriegen. Die kriegen wir in 2 Stunden. Das wird spaßig. Okay. Wir haben genug Zahlungsanweisungen. Wir haben sogar noch eine Personalanweisung. Für den Fall, dass es richtig hardcore wird. Was macht das hier? Mysteriöse Krankheit. Achso, ja, der macht hier. Genau, das ist ja... Der operiert. Hier ist auch alles fein. Okay. Gut. Machen wir hier nochmal Pause. Was haben wir denn hier? Gerücht über den Untergang. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir hier mehrere mysteriöse Krankheit. Der Tunnelgang ist auch gleich fertig. Ah, hier. Das Haku-Wan. Beim Erreichen des nächstgelegenen Hakus benachrichtigt der Kommandant der Kundschafter die Offiziere über die seltsamen Fälle, die er und sein Team auf dem verlassenen Bauernhof und im Dorf vorgefunden haben. Der Bericht des Kundschafters beunruhigt auch die Offiziere und sie veranlassen sofort, dass die Sache genauer untersucht wird. Sie scheinen sich besonders für den Mann mit dem breit krempigen Hut zu interessieren. Sie bitten das Kundschafterteam als Teil der Untersuchung in der Nähe des verlassenen Dorfs ein weiteres zu überprüfen, um festzustellen, ob sich die Krankheit verbreitet. Ja. Ich sag mal, ne, so richtig Bock drauf habe ich nicht. Aber. Sir, Scouts Unit have started a new mission. Jawohl. Hier gucken wir nochmal. Der bringt in den nächsten 24 Stunden nochmal 10 Alkohol mit. Das finde ich gut. Sir. New patient arrived. Das ist auch okay. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder... Ja, ja, das sind... Achso, der untersucht die jetzt. Ach du heiliger Bimbam. Ist die Frage, ob was passiert, wenn wir die sterben lassen, ne? Ja gut, was soll ich jetzt sagen? Wir müssen die irgendwie da reinpappen und dann hier hinten die Ruhe festlegen. Die sind jetzt alle irgendwie chemisch zu behandeln. New patient arrived. Ja, und chemisch ist definitiv das hier. Deswegen werden wir jetzt den Aaron damit reinsetzen. Ja, wir werden es erstmal so lassen. Lass uns nochmal hier beim Personal gucken. 5 können wir uns nicht leisten, 2 haben wir. Chirurg, Mediziner. Das wäre auf jeden Fall noch einer, den ich noch zusätzlich nehmen würde. Aber können wir uns, wie gesagt, gerade nicht leisten. Ingenieure haben wir genug. Sanitäterteams ja, könnten wir natürlich noch aufstocken. Ne? Krankenschwestern. Aber wir hatten ja gesagt, wir haben da eigentlich genug.
Schwierig. Schwierig, schwierig. Naja. Also, das heißt, wir sparen die für das. Für den Moment, wo wir es brauchen. Die sind alle chemisch. What the heck? Naja, ist ja klar. Ne? In dem Moment, wo wir jetzt hier keinen mehr haben, der das machen kann. Wir können nicht alle retten. So ist das. So ist das. Wir können nicht alle retten. Wir machen ein bisschen schneller vorwärts. Du kommst da mit rein. Und da haben wir nochmal irgendwo einen Ausfall. Okay. Reha-Zentrum kann, glaube ich, jetzt gerade mal so laufen. Hier können wir noch einen reinstecken. Ihr seid alle fresh. Ja, jetzt kommen da die neuen Patienten. Ne? Patient Jungzimmer ist während der OP gestorben. Leichter Verlust. Patient is cured. Wir machen mal ein bisschen langsam. Operation was successful. Okay. So, guck mal hier. Jeder einen bitte. Ja, stürzt euch auf sie. Mit Gabriel. Mysteriöse Krankheit. Ja gut, ist halt jetzt, es ist halt so, wie es ist. So, und ihr kommt da rein. Und wo ist denn hier der... Ja, komm, die machen jetzt alle hier. Möchte hier nicht arbeiten. Dann muss auch mal hier noch ein bisschen Tabletten. Nee, ist eigentlich falsch. Müssen hier hin. Ist eigentlich die Fashion-Station, ne? Ja, genau. Sir, engineer is on the way. Schauen wir mal. Da kommen noch mehr Patienten. Ich sag mal, die meisten kriegen wir irgendwie untergebracht, ne? Das Problem wird jetzt gleich sein. Sir, engineers reached the pharmacy. Das Problem wird sein, dass wir keinen Alkohol mehr haben. Ja, das könnten wir natürlich tatsächlich mal, ich sag mal, so ein bisschen vorab schon mal bestimmen. Also, ich meine lenken. Sir, nurses are on the way. Das ist halt wirklich bedauerlich hier. Stabil. Stabil. Stabil und gut. Guck mal, gar kein Problem. Pass auf, wir machen das auch mal. Wir ordern mal Ressourcen. Und zwar ordern wir mal Alkohol. Weil das werden wir brauchen zum Herstellen. Und wir haben genug davon. Das heißt, wir können richtig reinklotzen, sag ich mal. 4. So. Das ist halt sehr teuer, ne? 3 für 5. Dann haben wir nur noch 4. Da ist nichts mehr mit Forschen, ne? Und so haben wir 14. Da haben wir noch 10. Da können wir wenigstens noch eine Forschung anstoßen. Also können wir sowieso nicht, weil wir nicht. Aber egal. Ihr wisst schon. Patient is cured. Patient is cured. So, was haben wir denn hier? Die beiden kommen noch 7 Stunden. Wir sparen hier. Kommt die Zivilisten eigentlich auch? Nee, die Zivilisten kommen nicht. Wir sparen die Kosten und Moral steigt. Das brauchen wir nicht wirklich. Ja, das ist halt... Oh, wait. Jetzt haben wir hier natürlich den, die Soldaten. Ne? Der Soldat geht natürlich vor. Der Soldat geht vor und wir machen das so. Das müsste sich ja irgendwie ausgehen. Die brauchen zum Glück immer nur eine, also ein Doppelchen hier. Warte mal, die werden wir nochmal zurückpappen. Ja, genau, wir machen das nämlich jetzt so. Das sind erstmal die 3 mit dem Einzelnen. Komm, da ist er erschöpft, okay. Da haben wir das. Dann machen wir den Soldat und dann 3, die jeweils auch nur ein Fläschchen kosten. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller so. Ne? Okay. Ich würde sagen, wir haben alles im Griff. Soweit, so gut. Sir, Operation was successful. Hervorragend.
Sir, Operation was successful. Sehr gut, sehr gut. Ja, da ist einer, ist gestorben, aber es ist halt, wie es ist, ne? Sir, patient is cured. So, wir sichern uns Zahlungsanweisungen. Nochmal für den Ernstfall, der ja irgendwann jetzt gleich mal eintreten wird. Das Ding ist, wir haben tatsächlich keine Sachen mehr. Pass auf, dann mal schnell da hoch. Warte mal, wo ist denn der Aaron hier? Und du gehst da mal runter. Wir haben halt nichts mehr jetzt zum... Sir, Engineer is on the way. Wir müssen halt echt irgendwie ein bisschen einsparen. Lass mich nochmal gucken, wann der nächste zukommt. Ja, ja, ja. Der kommt 18.03 Uhr. Das ist in 3 Stunden. Okay. In 3 Stunden. Und dann müssen wir 12 Stunden aushalten. Mhm. Sir, Operation was successful. Das läuft richtig gut. Da kommen nochmal 2 Patienten. Operation was successful. Ach, wie Sir, schön. New patient arrived. Okay, das ist halt wirklich bedauerlich. Hier gibt es jetzt mal gerade keine, das ist gut. Hier, und du kannst direkt da loslegen. Wir haben keine Dinger mehr, aber wir kommen ja gleich. Warte mal, ich wollte nochmal. Das ist... Okay, um 16 Uhr. Das ist ja, in 5 Minuten kommt der ja schon. Ach ja, steht ja auch da unten. Genau, dann kommt erstmal das ganze Material. Das ist ja schon mal was. Pass auf, ich glaube, wir bestellen noch ein paar hier von... Nochmal 15. Go for it. Ich habe so das Gefühl, dass wir das brauchen werden. Es wird halt jetzt nochmal eng. Jetzt müssen wir uns irgendwie da durchwuseln. Es wird spaßig, definitiv. Es wird spaßig. Sir, nurses are on the way. Und jetzt gibt es ein Achievement. Der Arzt bekommt jetzt endlich sein drittes Perk. Operiert schneller, wird etwas langsamer müde. Aber deutlich effizienter, was auch immer das bedeutet. Achievement! Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Außerdem, kommen die Achievements irgendwie deutlich ruckeliger jetzt hier unten rechts rein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnte sein, dass ihr das jetzt gerade seht, aber ihr seht auch, wie ruckelig das da reinkommt. Falls jemand eine Idee hat, warum das so ist, gerne mal rückmelden. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich will hier nochmal... Ja, ja, New Patient, ich weiß. Ich will hier nochmal gucken. Wir haben hier alle im... Ja, es muss erstmal so bleiben, leider. Schade. Sanitäterteam. Also mit Glockenschlag, ich sag mal so 3 Uhr nachts am 17. werden wir die Herde noch mal ein bisschen. Wir könnten die schon mal so ein bisschen ausruhen lassen. So, alle schön mal der Reihe nach jetzt hier rein. 3 sind, glaube ich, machen wir mal 4, können sich 2 ausruhen. Da. Medics are on the way. Schon mal nicht so schlecht. Wir kriegen gleich unseren Arzt wieder und die Krankenschwester, das ist auch super. Moral steigt, längere Genesung. Nö. Geringeres Risiko, voll längere Genesung. Nö. Nö, nö. Medics are on the way. So, und die... Ja. Kommen alle da rein. 16 ist nochmal eine gute Nummer. Sir, medics are on the way. Gut, ich weiß schon, wir haben halt geforscht ziemlich viel. Das war auch okay. Wir sind, was die Forschung angeht, wirklich gut. Hey, aber wir haben noch, ja, alles klar. Wir haben noch 6. Das hier ist echt ein Problem, ne? Wir haben gesagt, wir helfen ihnen. Wir haben gesagt, wir helfen ihnen, also helfen wir ihnen auch. Da kommt der Zug. Also, was wir jetzt nicht machen, wir werden das jetzt nicht in die Forschung stecken. Ich würde super gerne, aber das lohnt sich jetzt gerade gar nicht. Wir brauchen das, glaube ich, weil wir damit... Ich glaube, damit müssen wir den... Lass mich nochmal gucken.
Also der Angriff ist ja irgendwann kurz nach 6. Das heißt, die kommen ja alle erstmal in den Verbandsplatz, ne? Das heißt, theoretisch kann ich trotzdem forschen. Zumindest eins kann ich angehen hier bei der Unterkunft. Dann haben wir das nämlich. Dann kriegen wir nämlich da auch ein Achievement. Und dann haben wir das gleich auch erledigt. Guck mal. Und die nehmen wir alle dazu. Zuweisen. So, hier, die sind ja eh schon am Dingsten. Genau. Das machen wir so. In 2 Stunden ist das durch. Wir haben noch 300 irgendwas. Und wir kriegen vor dem Angriff definitiv nochmal Nachschub. Sir? Patient is cured. Aber da sagen wir mal, also wenn die reinkommen, wenn die hier in das Verbandszelt kommen. Kann natürlich auch sein, das müssen wir auch bedenken, Sir, dass das alles noch ein bisschen schneller geht, wegen diesem Lastwagen, den ich freigeschaltet habe fürs Verbandszelt. Ne? Das darf man nicht übersehen. So. Sir, medics are on the way. Patientenzuweisung. Ne, wir haben eigentlich alles zugewiesen. Alles ist gut, alles ist ausgeruht. Sir, patient is cured. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt nochmal die Sir, patient is cured. Ärzte und Krankenschwester irgendwo hinschicken müssen. Dispatch from HQ. Ja. Stellen Sie durch. Meldung. Die Ärzte der Maku haben die Ergebnisse von Dr. Bracing untersucht. Ihnen zufolge entsprechen die Symptome der spanischen Grippe, Sir. Oh nein. Gott sei uns gnädig. Dann ist ein Ausbruch nicht zu verhindern. Dem Haku zufolge sind ähnliche Fälle bereits in anderen Teilen der Front im Norden aufgetreten. Das Haku hat Empfehlungen geschickt, wie wir die Verbreitung der Krankheit eindämmen können. Und? Einige davon. Das Beste ist, die Zivilisten dazu zu zwingen, zu Hause zu bleiben und so wenig wie miteinander zu interagieren. Das kennen wir auch vorher. Es wird den Ausbruch vermutlich nicht verhindern, aber so können wir ihn vielleicht eindämmen. Grissing hat eine raue Stimme. Okay, was haben wir da? Die Erkenntnisse, die das Haku und Dr. Grissing gemacht haben, legen nahe, dass es sich bei der Krankheit unter den Zivilisten im Krankenhaus um die spanische Grippe handelt. Um eine schnelle Verbreitung der Seuche zu verhindern, die das Krankenhaus mit Kranken überschwemmen würde, haben das Haku und Dr. Grissing einige Empfehlungen ausgearbeitet. Das Effektivste scheint zu sein, die Zivilisten dazu zu zwingen, zu Hause zu bleiben und möglichst wenig mit anderen zu interagieren. Das würde allerdings unter den Zivilisten sicherlich Unzufriedenheit schüren. Soziale Abstandsmaßnahmen werden eingeführt. Ja. Okay, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen geht die Moral runter, aber nicht wirklich. Gerüchte vom Untergang. Müssen wir da noch einen losschicken? Nee, ne? Nee, okay. Okay, dann sind wir eigentlich soweit aufgestellt. Warte mal, hier haben wir doch jetzt James Phillips wieder, guck mal. Und da würde ich auch sagen, der kann doch gleich mal rein, Dingsen hier, dich zum Beispiel und dich auch, na, komm, dich und dann noch einen unter einer Stunde sogar, hier, bitteschön, und dann den noch. Na komm. Naja, wenn du schon dabei bist, dann ruhst du dich aus. Ist ja ein halber Arbeitstag hier. Das ist ein bisschen blöd hier. Wenn nicht so viele davon haben, dann müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen nachproduzieren. Machen wir das mal so. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Ich denke, das geht. Oh. Ja, ja, ich denke, wir sind gut aufgestellt. Sir, da kommt noch was. Dr. Grissing glaubt, dass er zusammen mit einem kleinen Team die Verbreitung der Krankheit studieren und Lösungen finden könnte, um die Sicherheitsmaßnahmen im Krankenhaus zu verbessern, was die Verbreitung der Seuche weiter eindämmen könnte. Ein Chirurg, ein Traumaspezialist, 16 Stunden lang. 16 Stunden lang. Wir haben 4, wir haben 10. Ein Chirurg, ein Traumaspezialist und ein irgendwas. Oh Gott. Machen wir eben das Licht hier an. Dafür haben wir momentan keine Zeit. Wartet mal. Also, der erste Punkt ist schon mal, dass wir tatsächlich
Personal anheuern können. Wir könnten tatsächlich hier einen dazu nehmen. So, das könnten wir schon mal machen. Dann sind die relativ gut aufgestellt. 4 von 5 und dann haben wir hier 3 und da auch 3. Das machen wir schon mal. Das ist schon mal der erste Punkt. 16 Stunden. Sagen wir mal, die greifen um 7 an. Dann sind das 7 Stunden. Ja, wir machen das. Was soll's. Wir machen das. Ein Chirurg, ein Traumaspezialist, ein Ingenieur. Ah ja. Der operiert gerade. Dann nehmen wir ihn. Und wir nehmen Vincent. Und ein Ingenieur. Ich weiß es auch nicht. Vincent hier. Vincent und Alex. 16 Stunden. Na. Gnade uns Gott. Sir, engineers reached the pharmacy. Also da können wir ja wirklich nur hoffen, dass wir es irgendwie... Operation was... Sir, may we speak? Was denn jetzt schon wieder? Natürlich, was brauchen Sie denn diesmal? Wir haben gestern Berichte über die Krankheit aus dem HQ erhalten. Ich habe durchgelesen etwas Interessantes gefunden. Komm jetzt. Komm nicht mit Scheiß an jetzt. Wir wissen, dass nicht alle Patienten an der Krankheit sterben. Nachdem ich die Berichte gelesen habe, bin ich mir sicher, dass wir einen schweren Grad der Krankheit anhand der Symptome Patienten vorhersehen können. By the symptoms displayed by the patient. Ich habe gerade ein Team weggeschickt, Freund. Wenn das stimmt, könnte uns das was? Ja, spanische Grippe war echt ein Arschloch. This will be helpful in triaging the patient. Bei der Triage der Patienten helfen. Ganz genau, Sir. Ich weiß, dass eine Verbindung besteht, aber es ist viel zu viel Arbeit für mich allein. Ich würde Sie bitten, mir ein kleines Team zur Verfügung zu stellen, das bei meiner Forschung hilft. Deine Mutter. Das meint er nicht ernst, oder? Ein Mediziner, ein Sanitäter-Team werden 12 Stunden lang nicht verfügbar sein. Ich sag mal, gut, die einen haben wir jetzt gerade weggeschickt. Komm, dann machen wir die auch noch hier. Lionel Mitchell, Gedönsrad und ihr beide hier. So, tschüss. Sir, doctor is starting a new shift. Ich brech ab. Ich brech ab. Okay, ja, das werden wir wumpen. Wuppen meine ich natürlich. Das wird ja richtig spaßig werden. Eidetaus, was machen wir da? Was machen wir da? Pass auf, erstmal geht ihr mal hier raus. Und ruht euch aus und macht mal gar nichts. Und ihr macht Fläschle. Da weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht genau. Studierende Symptome. Naja, der hatte sich ja gerade da angeboten. Das ist ja schön. Hier kommt ja, glaube ich, jetzt auch noch einer, ne? Genau, hier kommt jetzt noch einer. Das ist gut. Was steht hier? Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Okay. Das heißt, im Grunde genommen werden wir bei denen hier jeweils 2 Leute. Ich gehe jetzt nicht weg. Ah ja, okay, doch. Geht, okay. Wow. Sir, Operation was successful. Also einmal 12 Stunden hier und einmal 14 Stunden. Sir, new patient arrived. Das hat natürlich jetzt richtig gerade Arsch, dass das jetzt genau aktuell jetzt passiert, ne? Okay, warte mal, irgendwas machen wir. Stellen wir noch hier Fläschle. Das ist okay. Spannend. So, wir werden jetzt mal ein bisschen einsparen, weil das geht jetzt hier gleich los. Wir werden jetzt mal hier ein paar Leute einsparen, die wir hier gerade nicht brauchen. Die sich einfach ein bisschen ausruhen. Bei den Ingenieuren ist es ähnlich. Und bei den Sanitäterteams ist es auch so. Da werden wir auch noch mal kurz gucken, ob sich hier irgendjemand ausruhen muss. Machen wir einen hier rein und einen da rein und du auch nochmal zurück und du einen da rein. Wir den sogar einen zweiten da reinsetzen. Ich glaube, wir müssen da gar nicht so viel transportieren, aber dann können wir schon mal 3 sich schon mal ein bisschen ausruhen lassen. Wahnsinn, und jetzt ist da einer erschöpft. Na klar. Ah, theoretisch geht das sogar auch noch.
Möchte hier arbeiten, möchte hier arbeiten. Sir, nurses are on the way. So. Sir, patient is cured. Hervorragend. Eine Bitte aus dem HQ. Das Kundschafterteam erreicht das Dorf. Auf den ersten Blick fällt ihnen nichts Ungewöhnliches daran auf. Der Kommandant bemerkt allerdings die ängstlichen und misstrauischen Blicke der Dorfbewohner. Anfangs versucht das Dorf überhaupt noch, die Tatsache zu verbergen, gibt aber schließlich zu, dass sich seit 2 Tagen im Dorf eine seltsame Krankheit ausgebreitet hat. Die Menschen sind krank geworden und verhalten sich wie Tiere, die einander beißen wollen. Auf die Frage nach einem Fremden mit einem breitkrempigen Hut erinnert sich das Dorf überhaupt an jemanden, auf den diese Beschreibung zutrifft und der vor dem Ausbruch durch das Dorf gereist ist. Der Mann hat um Erlaubnis gebeten, eine Flasche mit Wasser aus dem Brunnen zu füllen und verließ danach das Dorf in Richtung Norden. Dem Dorfoberhaupt für die Information danken und gehen, Informationen über die Krankheit teilen und Medizin überlassen. Oh, Scheiße. Der Kommandant der Kundschaft erteilt dem Dorfoberhaupt mit, was sie bereits über die Krankheit in Erfahrung bringen konnten und warnt ihn, die Gebissenen unter Quarantäne zu stellen. Danach stellen die Kundschafter dem Dorf etwas Medizin zur Verfügung, zur Bekämpfung der Symptome und zum Lindern der Schmerzen. Das Dorfoberhaupt scheint durch das neu gewonnene Wissen noch verängstigter zu sein, verspricht aber die Ratschläge umzusetzen. Als er das Dorf verlässt, kommt dem Kommandanten der Mann mit dem breitkrempigen Hut immer verdächtiger vor. Das Team sollte den Mann so schnell wie möglich finden und befragen, das sehe ich aber auch so. Ui, ist das ein Scheiß, ey. Scouts Unit has started a new mission. Ja, ich weiß. Ich hätte viel lieber was Anständiges gelernt. Nee, ich hätte viel lieber. Ach, guck mal, ja, hier, das ist ja schön. Da ist ja einer gekommen. Das ist ja wunderbar. Sir, medics are on the way. Das ist einfach auch echt anstrengend hier, ne? Sir, patient is cured. Wir müssen jetzt die Fläschle herstellen. Das nützt jetzt nichts. Ich wollte die Fläschchen. Ah ja, machen wir ja schon. Ah, ist doch schön. Ich sag noch so großkotzig, ne? Wir sparen jetzt, wo wir können. Ist auch im Grunde genommen so. Na komm, dann gehen wir nochmal rein hier. Was soll's? Wir haben immer noch 2, die sich ausruhen. Von daher. Die holen sich auch aus. Sir, nurses are on the way. Und da kommen noch mal 2 neue Patienten, oder was? Oje, 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 was ist da los? So, können wir irgendwo was sparen? Nee, hier wird's schlechter, da wird's schlechter. Sie haben schon nicht mehr den Dienst zurückkehren, das ist okay. Sir, nurses. Jetzt nörgeln die Nurses rum, das ist ja lustig. Was habe ich gesagt? Ab 3 werden wir uns ausruhen, weil ungefähr 6, 7 Uhr wird es rappeln hier im Karton. Sir, new patient arrived. Ja, wir warten noch auf den 2. Patient. So, und die sind natürlich alle hier, ist ja klar. Aber wieso sind das keine Soldaten? Das ist ja verrückt. Wir werden es versuchen, Sir. Ja, mach mal. So. Also, wir haben jetzt ungefähr 3 Uhr. Jetzt werden wir im Feldlazarett ein bisschen was einsparen. Bei den Ingenieuren sind wir gut aufgestellt. Hier können wir noch mal uns austauschen. Sir, medics are on the way. Was ist hier los? Habe ich das gar nicht gesehen bei den Ingenieuren? Ah ja, das habe ich gar nicht gesehen. Aaron Oak, der ist auf jeden Fall unser Mann und der auch nochmal hier 2,8. Wobei, könnt ihr natürlich gucken. Jacob Wack. Ne, Aaron Oak. Was ist das wieder für ein Quatsch hier? 18,8, what?
13.3, so wird ein Schuh draus, okay. Sir, Engineer is on the way. Ja, spannend, aber wir machen jetzt vor diesem Riesenschlag hier auf jeden Fall erstmal Schluss für heute, weil, ne, Zeit und so. Sir, Engineers reached the pharmacy. Das mag sein, wir haben 5 Patienten, die wir nicht richtig gut versorgen können. Das sind alle die, naja, gut. Sir, operation was successful. Das freut mich, ja. Wir gehen auch hier wieder die Zahlungsanweisung. Also, das Ganze wird jetzt ein richtig spannend. In der nächsten Folge geht es hier patient ab. Patient is cured. Patient is cured. Da geht es halt richtig ab. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Operation was successful. Wir werden sicherlich richtig Action kriegen jetzt. Das wird ja richtig spaßig. Aber was soll ich sagen, ne? Hier, das warten wir noch ab. Gerüchte vom HQ. Ach, wisst ihr was? Sir, operation was successful. Cliffhanger as fuck. Nächste Folge geht's weiter. Vielen Dank. Macht's gut.